und Evergreen erkunden und suchen für euch wieder alles Nötige, was wir brauchen. Bis dann. Stay tuned. Gut, nachdem wir hier von da gekommen sind und hier in die Mitte gekommen sind, und genau, hier in die Mitte angekommen sind, da ist unser erster Elite, den haben wir von hier sind wir rein, weil wir da auch eine Sidequest hatten, haben wir getötet und dann bin ich einfach mal random hier rüber gesprungen. War eine gute Idee. Aber gleich die erste Ausrüstungskiste für uns entdeckt. Jetzt suchen wir den Rest. Nachdem wir den nächsten freundlichen Elite weggeholt haben, die Wettervorhersage, die war hier in der Mitte. Also wir haben einmal hier eine Kiste und da eine Kiste. Und ich habe sie, glaube ich, schon gesehen, die mythische Kiste. Wir gehen mal hin. Nee, wir haben nicht die mythische Kiste gefunden. Wir haben nochmal eine Waffenkiste gefunden. Ich dachte, dieses rote Leuchten von da draußen, was ich hier gesehen habe, war die mythische. Aber eine Waffenkiste ist auch in Ordnung, oder nicht? So, jetzt fehlt uns noch die wichtige Kiste. Und hier sind sogar zwei Spaltanker, sehe ich gerade. Dann suchen wir sie mal. Auf dem Gebäude, wo wir gerade raufklettern, ist das gleiche, wo wir gerade die Waffenkiste hier drin gelootet haben, ne? Unter uns ist die Waffenkiste. Aber ich habe da eine Treppe gesehen mit einem Sofa, die versperrt war. Deswegen dachte ich, dass ich hier irgendwie raufkommen muss. Hat da bestimmt was zu bedeuten. Und siehe da. Wir gehen jetzt einfach mal schön entspannt hier hoch. Hier runter. Hier da, da ist die Kiste und wir haben Evergreen indirekt fertig. Bis dann, euer Blaze.